Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und neuen Folge natürlich von Kingdom Come Deliverance Hardcore. Wir sind in Sasau und stehen vor dem Metzger, warten, dass er öffnet. Wir haben schon das Wildschwein erlegt, was er von uns haben wollte. Ja, da kommt er gerade die Tür, der auch ohne Kopf. Das ist ja furchtbar hier. Eigentlich habe ich eine größere Grafikkarte, aber jeder rennt ohne Kopf rum. Das Wildschwein. Wir haben das Wildschwein hier. Das werden wir ihn jetzt verkaufen. Und ich kann nicht sputen, wenn ich. Vielleicht hat er ja auch noch ein paar Dinge für uns, einen neuen Auftrag, weil wir wollen gerne das Bogenschießen und das Jagen üben. Oh, jetzt sind wir völlig überladen. So, Meister. Des Zu deinen Metzgers. Diensten, Herr Ritter. Zu meinen Diensten, Herr Ritter. So, ich habe das Will. Die Waren, Fleischermeister. Lass mich ein Auge drauf werfen. Rechtes oder das linke? Sieht gut aus. Hier hast du was für die Mühe. Hätte noch Dankeschön. was. Die Frau vom Rüstschmied will Hasenklein für die Suppe. Hab versucht, ihr Gänsegedärme unterzujubeln, aber die lässt sich nicht lumpen. Sie will kleine Hasen für die Suppe? Hasenklein. Innereien. Schaffst du das? Aha, Seht ihr, gut, dass wir das Innereien gerade vom gelevelt Hasen. haben, Ja. ne? Lass uns Gott sei handeln. mit Ich habe dir. noch ein bisschen was. An erstmal das Hasenfleisch kann weg. Kannst du haben. Und hier noch ein bisschen. Ein paar lasse ich noch da für meinen Hund. So. Oh, so viel hat er gar nicht, aber wir kaufen es trotzdem. Was sollen wir damit? Jetzt hat er ein bisschen mehr Geld. Wir sind im Ruf besser. Und dann werden wir jetzt mal Hasen suchen. Hasen, 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 Hasen. Da hinten oder da? Die sind aber schwer zu kriegen, die Dinger. Wenn man sie nicht braucht, rennen sie einem vor die Füße. Und wenn man sie braucht, rennen sie nicht vor die Füße. Aber wir reiten nochmal in den Wald, wo wir gerade gewesen Ja. sind. Vielleicht rennen uns da welche um die Füße. Ja. Vielleicht finde ich da auch das Häuschen, was ich gerade gesucht hatte, noch, als wir die Wildschweine gejagt haben. Und eine neue Stufe beim Reiten. Ja, kein Wunder, wenn wir alles hier so reiten müssen. So, kannst hier wieder ein bisschen grasen. Gender. Wir haben immer noch Hunger. Egal. Stehst du noch auf Jagdhund? Ich glaube wohl, ne? Lass uns jagen. Hase. Hase. Jetzt aber wirklich Hasen. Er hat mich verstanden, sagt er. Und der ist echt gut. Der hört die eher wie ich. Ist das Wildschweinjagdgebiet? Ich will jetzt aber kein Wildschwein jagen. Wir wollen Hasen jagen. Da runter gerade, was war das? Ein Hase? Ach, das ist fertig, dann war das. Ein Wildschwein, das wollten wir nicht. Das kann da weiterleben. Was bellst du, Hund? Du hast doch keins erlegt.
Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Muss wieder zu Kräften kommen, der Arme. Der hat sich überall verausgabt. Was siehst du an? Ich wollte gerade Finger auf meinen Bildschirm, das seht ihr aber nicht. Unten am Bildschirm seht ihr das, dass der sich verausgabt hat. Jetzt muss er erst ein bisschen ausruhen. Und sich stärken, deswegen habe ich den gerade gefüttert. Ich sehe keine Hasen. So, wenn man die Viecher sucht, dann kommen die nicht. Aber wenn du die nicht suchst, dann springen sie dir haufenweise rote Füße. Aber dazu lassen wir. Wir werden weiter jagen. Das gehört nun mal zum Spiel. Falls jemand von euch einen Hasen sieht, dann könnt ihr mir das ja mal sagen. Aber wird es wahrscheinlich zu spät sein, da rennt ein Wildschwein. Nicht das Wildschwein jagen. Nicht das Wildschwein jagen. Ach, gut. Dankeschön. Das wollte ich nicht haben. Danke. Mein Hund. Feiner Hund. Sieh mal, was ich für dich habe. Das wollte ich ganz nicht. Lecker. Kriegst du Wildschweinleder? Leber. Ich wollte dich eigentlich loben. Feiner Hund. So ist's echt. Oh, muss ich einen Hunger haben? Ich sehe schon kaum noch was. Dann müssen wir gleich erst was essen. Ach, ich habe ja noch ein paar Apples. Ist nicht viel. Robuster Magen. Hier sind einfach keine Hasen. Hinten am Saarer Kloster hingehen, da sind bestimmt welche. Da gehe ich sonst auch immer hin. Ich glaube, das machen wir auch. Oh, ist denn hier gewesen? Interessanter Ort, ja. Aber. Ach, warte mal. Ich habe ja jetzt. Ich dachte, ich hätte süß Suchding schon. Aber scheinbar nicht.
einfach keine Hasen. Kein Häschen. Na gut. Dann suchen wir gleich woanders. Rufen wir mal unser Pferd. Wir müssen auf jeden Fall was essen, bevor wir weiter jagen gehen. Einstecken, jetzt kriegen wir Ärger. Okay, hier sind wir. Ja. Gehen wir jetzt erstmal was futtern. Die bei Mutter, da unten ist ja noch eine Taverne, die müssen noch dann auf dem Markt irgendwie Brot oder sowas kaufen, das macht am schnellsten satt. Reiten wir nochmal auf die andere Seite. Da gehen wir nochmal in den Busch. Gucken, ob wir da Kanickel kriegen, beziehungsweise Hasen. Ich hoffe, dass wir hier an der Taverne. Ich glaube, der hat ja gar nichts zu essen. Vielleicht da. Ja! Doch nicht. Das ist nicht so dolle, aber. Und hier ist ein Bäcker. Bäcker hat immer Brot und solche Sachen. Hallo, jemand da? Hallo. Tag. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Mach's gut. Brötchen? Vier. Milch macht auch satt. Brot macht satt. Mal süße Pfannkuchen, ist auch mal was Schönes. Und dann nochmal zwei Brezeln. Nur vier. Dankeschön. Das esse ich jetzt mal eben und dann gucken wir, was überbleibt. Oh, nicht so viel. Okay. Brot ist ein bisschen besser. Die Milch. Ja, und die haut mich ganz rein. Super. Jetzt können wir auch Hasen jagen. Halt, warte mal, verkaufst du auch Fleisch? Gott behüt dich. Ja, das ist doch gut. Und Schnaps. Und das brauche ich noch. Gut. Dankeschön. Das ist doch super. Jetzt bin ich vollgefressen. Jetzt gehen wir auf Hasenjagd. Versuchen zumindest. Nee, wusste nicht, dass sie das kann.
beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Gut. Wenn du da nicht hin willst, gehen wir woanders hin. Rasenmäher spielen. Und Hundi und ich gehen mal wieder Kadettel jagen. Schauen wir mal, ob wir hier welche finden. So ein Waldspaziergang ist doch auch mal schön. Spechte knattern im Wald. Nur keine Hasen zu sehen. Fängt an dort zu regnen. Er will uns die Jagd vermiesen. Nicht nett. Ey, normalerweise rennen hier immer welche rum. Sag ja, wenn du welche jagen sollst, findest du nie welche. Das ist vielleicht doof.
das Haus mit der Höhle, ne? Da waren wir ja schon. Aber hier sind noch keine Hasen. Ja, die Hasen. Er hat einen entdeckt. Wo ist er hin? Das ist ein sehr großer Hase. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Ich glaube, ich sollte ihm noch mal den Unterschied zwischen Hase und Hirsch geben. Du sollst Hasen jagen, keine Hirsche. Fast eine halbe Stunde schon rum und wir haben immer noch keinen einzigen Hasen gefangen. Normalerweise wimmelt das hier voll Hasen. Ich verstehe das nicht. Wenn das so weitergeht, müssen wir morgen weitermachen. Das war ein Hase. Definitiv war das ein Hase. Ich habe das Quieken gehört. Wo ist er hin? Da. Wenn er jetzt wiederkommt, dann hat er einen Hasen gefangen. Oh, Gott sei Dank. Er hat einen Hasen. Ich danke dir. Hey, nicht wegrollen. Ach du meine Neune. Ich habe auch eins gehört. Da kommt er ja. So, kugelt er wieder runter. Die
Der Berg ist rutschig, würde ich mal sagen. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Wir suchen keine Nester, wir suchen Hasen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt wollte ich gerade schießen, da hat er ihn schon gehabt. Dankeschön. Jetzt nur Hasenfleisch ohne Innereien. Er bellt schon wieder ziemlich lange, dann hat er wieder was Großes erlegt. Ein Reh oder so. Großes Tier, falsches Tier. So, die Hütte ist los. Oh wei, oh wei, oh wei. So viel kann ich gar nicht tragen. Der ist zwei Innereien und wir brauchen noch drei Stück. Ja, quillt das ein Hase, ich sehe ihn.
Jetzt noch zwei. Menno! Ich hab ihn gehört. Wo hab ich ihn gehört? Ja, ich glaube, das wird für euch zu lang. Ich werde die Folge jetzt hier abbrechen. Ich werde aber die beiden Karnickel noch jagen. Und wenn ich sie dann gefangen habe, werde ich sie zum Metzger hinbringen, damit sie mir nicht kaputt gehen. Ich sage euch morgen dann, wie es weiter ausgegangen ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich muss leider abbrechen, sonst wird es einfach zu lang und zu langweilig für euch. Wenn ihr jetzt nur zuseht, wie ich im Wald hier rumirre und Kaninchen jage, das ist nicht so interessant, finde ich. Nee, ihr möchtet ja was Aufregenderes sehen. Wie gesagt, ich werde euch morgen sagen, wie lange ich dann noch gebraucht habe. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, eure Tammy. Tschüss!